Ich habe euch heute einen Krimi mitgebracht, der uns ins schöne Südfrankreich entführt. Aber bevor wir dazu kommen, hier oben steht da Werbesendung, das muss so sein, weil ich euch jetzt dieses Buch vorstelle und das könnte eure Kaufentscheidung halt beeinflussen. Unten in der Infobox findet ihr alle Links auch zu unserem Erstkanal. Also alles, was ihr wissen müsst, findet ihr dort. So, und dann kann es auch schon losgehen. Es geht um Mord auf Provenzalisch und das ist der zweite Teil einer Reihe. Ich habe den ersten Teil leider verpasst und hatte nicht gewusst, dass das der zweite Teil ist. Ist aber nicht schlimm, darum kann ich euch auch sagen, ihr kommt auch prima zurecht, wenn ihr den ersten Teil nicht gelesen haben solltet. Es geht um Penny und Penny ist eine Britin, sie ist ausgewandert, sie hat sich dort ein Häuschen gekauft und sie ist im ersten Teil schon in einen Kriminalfall verwickelt worden und hat dort erfolgreich mitermittelt. Sie hat nämlich jahrelang für einen Gerichtsmediziner gearbeitet und daher ist sie da nicht ganz unbeschlagen und kennt sich ganz gut aus. So, ihr habt jetzt natürlich dieses Wahnsinn-Setting. Es ist Südfrankreich, die Sonne scheint, es ist warm, bis der Mistral kommt, aber bis dahin ist es wirklich sehr, sehr schön. Und ihr lernt halt auch sehr viel über die Gegend. Zum Beispiel habe ich gelernt, dass man dort halt auch Ocker abgebaut hat, schon zur Zeit der Römer. Und Ocker ist in dieser roten Erde drin und wird dann halt da rausgelöst. Und es gibt auch ein Ockermuseum in der Provence. Ihr habt also genau die Kulisse, die ihr euch wünscht, wenn ihr an Südfrankreich und wenn ihr an Urlaub denkt. Es wird viel Wert auf gutes Essen gelegt und auf das Gläschen Wein zum Essen. Und in diesem Buch geht es auch sehr viel um Kunst, denn die gute Penny ist eingeladen zu einer Vernissage, zu einer Ausstellung und ausgerechnet ein Künstler will ihr auch noch was Gutes tun, gibt ihr eine Olive, nimmt sich selber eine und ist kurz vorm Ersticken. So, dann wird er ohnmächtig, Notarzt und er kommt ins Krankenhaus. Am nächsten Tag ist der gute Mann tot. Penny findet das irgendwie nicht so ganz koscher, denn was war es jetzt? Ist er erstickt an der Olive? Dagegen spricht natürlich, dass er dann am nächsten Morgen verstorben ist, obwohl er die Nacht gut überstanden hat. Oder hat ihn jemand vergiftet? Ja, und das Gute und das Schlechte liegt ja bekanntlich ziemlich nah. Und in dem Ockermuseum, da gibt es auch so einen Schrank, da kann man sehen, was für schöne Farben es früher auch so gegeben hat, wie Scheeles Grün oder andere Farben, die halt mit giftigen Substanzen vermengt waren. Zum Beispiel Arsen war da sehr gut vertreten. Und darum erhärtet sich für sie persönlich schon mal der Verdacht, irgendwas war da. Vielleicht war es wirklich Gift und sie fängt natürlich an zu ermitteln. Zwischendurch wird sie noch überfallen von ihrer Familie, die sich mal kurzfristig ankündigt und sie hat auch so ja, ein bisschen romantische Gefühle für den Herrn Bürgermeister, aber auch noch für einen Galeristen oder beziehungsweise entwickelt diese. Es ist spannend auf der einen Seite, es ist sehr wendungsreich, also immer wenn man denkt, okay, der war es, dann war es wieder ein anderer oder möglicherweise ein anderer. Und von daher, ich kann euch dieses Buch also auch wirklich empfehlen, weil eben wirklich auch viel Provence drinsteckt. Sehr schöne Momente, interessante Charaktere, ein Krimi-Fall, den man so schnell nicht sofort überblicken kann und vor allen Dingen, was war das Motiv? Es ist ein bisschen, ja, nicht so leicht zu durchschauen und das mag man ja ganz gerne, wenn man selber mitraten möchte bei einem Krimi. Das wäre ja totlangweilig, wenn man genau wüsste, wer es dann schon war oder bei manchen Krimis ist es ja auch so angelegt, dass man weiß, wer es war, aber der Weg, wie er verhaftet wird, der ist weit und mühselig unter Umständen. Ja, Mord auf Provenzalisch wird mit einem Alter ab 16 Jahre angegeben. Ich denke einfach, es ist halt ein Erwachsenenkrimi und kein Kinderkrimi. So, sieht auch nicht wie ein Kinderkrimi aus. Ich kann euch das Buch soweit empfehlen. Ich selber weiß nicht, ob ich zu der Reihe nochmal zurückkehre. A1 fehlt mir der erste Teil, das ist nicht so super schlimm. Ich bin jetzt aber erstmal wieder
auf der Suche nach einem anderen Krimi. Vielleicht habe ich auch wieder Lust auf die Provence, aber es gibt ja noch so schöne Ecken und Gegenden zu erkunden und darum weiß ich es noch nicht genau, obwohl mir Penny wirklich auch sehr sympathisch ist. So, und das wäre es dann schon von mir für euch. Ja, und das war's dann auch schon wieder von mir und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch weitere Büchertipps mögt oder wenn ihr Lust habt auf Büchertalk, dann schaut doch mal auf unseren Erstkanal. Den Link dazu findet ihr unten in der Infobox. Hier findet ihr die ganzen Einzelvorstellungen, auf dem anderen Kanal halt alles, was ums Thema Bücher geht oder Ausmalen und was wir sonst noch alles anzubieten haben. Ihr dürft also gespannt sein und ich hoffe, wir sehen uns ganz schnell wieder. Bis dann!